Ja, der Chef war 4 Wochen vorher hier im Stadion, das damals natürlich bei weitem noch keinen Vergleich hatte mit heute, und hat mit mir als verlängerter Arm gesprochen, hat gesagt: Fritz, ich habe mir das alles überlegt. Wenn wir gegen die Türkei das erste Spiel gewonnen haben und spielen dann gegen Ungarn mit kompletter Mannschaft und verausgaben uns restlos. Die waren ja damals in 34 Spielen ungeschlagen, die ersten, die in England 6-3 gewonnen hatten. Und wir müssen 48 Stunden später wieder gegen die Türkei spielen, dann haben wir keine Chance mehr. Und es war dann klar, bloß die Niederlage mit 8 zu 3 ohne die 6, im Sturm hatten nur Max Magalog und ich gespielt zum Beispiel, die hat dann doch sehr, sehr weh getan, wenn wir 3-1 verloren hätten oder 4-2. Und da hat die Presse ja geschrieben: Herr Berger soll sich einen Strick kaufen und aufhängen, hat es Gott sei Dank nicht gemacht. Und da ist erst recht nochmal der Geist von Spitz gekommen, das Vertrauen vom Chef zu uns und jetzt erst recht das Vertrauen der Spieler zum Chef. Und wir haben das zweite Türkei-Spiel 7 zu 2 gewonnen und seine Rechnung war also aufgegangen. Und dann kam das Spiel in Genf gegen Jugoslawien. Tschaikowski, Beava, Milutinovic, Zibic, Steuerspol war Österreicher. Und wir gewinnen da allerdings mit viel, viel Glück, mit sage und schreibe 2-0. Der Bus hat 3 Minuten Verschluss das alles entscheidende Tor gemacht. Jetzt waren wir unter den letzten vier. Jetzt haben wir gesagt, jetzt kann gar nichts mehr schiefgehen. Wir sind unter den letzten vier und das ist schon ein Erfolg. Da können wir mit ruhigem Gewissen nach Hause fahren. Und dann die nächste Riesenüberraschung war natürlich in Basel gegen Österreich mit Zeman und Hanapi und Otschwirk und Happel und Steuerspahl, eine Riesenmannschaft, die auch Chance hatten, sich ausgerechnet fürs Endspiel. Und wenn wir da genauso wie gegen Jugoslawien mit viel Glück gewonnen hätten, aber da haben wir eines der besten Länderspiele geliefert, zu meiner Zeit in der Nationalmannschaft und da kann man sagen, zu allen Zeiten. Es war ein Traumspiel mit dem 6-1. Die Österreicher waren total am Boden zerstört. Und das hat uns so ungeheuren Auftrieb gegeben. Vor allen Dingen die Presse hat geschrieben, auch diese deutsche Mannschaft in dieser Form hat eine echte Chance, gegen die Ungarn eventuell Weltmeister zu werden. Und donnerstags hat es dann geheißen, nur nicht wieder hoch verlieren, bloß eine Parole, obwohl wir ja gewusst haben, dass man mit halber Mannschaft gespielt hat. Freitags hat es geheißen, warum soll man eigentlich verlieren? Und samstags hat der Bus gesagt: Friedrich, mein Freund, die putzen wir weg. Ich sage, dein Wort in Gottes Ohr. Und sonntags um 12:30 nach dem Essen kam der Max Möller ran, ist mir um den Hals gefallen, Fritz, es regnet, da Wetter und so. Ja, und dann sind wir halt losgefahren. Und alles, was wir vermeiden wollten, unter allen Umständen möglichst lange zu Null zu spielen, war nach 7 Minuten vergessen. Die Ungarn führten schon 2-0. Und da gibt es ein Bild in der Wohnschau, wo ich so stehe, habe die Hände in der Hüfte und schaue nach hinten und schüttel den Kopf. Gesagt habe ich nichts, habe nur gedacht, kann man vergessen. Die Ungarn haben auch scheinbar gedacht, die kriegen wieder Achte. Nach 20 Minuten 2-2. Und in der Halbzeit sind wir rein. Und das Erste, was wir gemacht haben, das zweite Tor, war ein Fehler von Werner Kohlmeier und Turek, raus, so und keiner wusste. Im letzten Moment schiebt der Kohli, der Turek lässt ihn abprallen und Dings macht das 2-0. Ja. Haben wir gesagt, so Depp Kohli und Toni, Schlawi sind im Kopf nicht sauber. So haben wir geschrien natürlich, obwohl es 2-2 stand. Und das war dann typisch Chef. Der Chef hat gesagt: Männer, tut mir einen Gefallen, haltet die Luft an. Die braucht ihr noch für die zweiten 45 Minuten. Und wir hatten da, wo wir vorher vielleicht gehofft haben, vielleicht klappt es doch, zum ersten Mal das Gefühl nach dieser Halbzeit, auch diese ungarische Mannschaft ist zu schlagen. Ja, und dann hat 6 Minuten Verschluss, hat der Bus das alles entscheidende dritte Tor gemacht. Ja, und dann war es soweit. Ich höre heute noch der Herbert Zimmermann, wenn ich es mal im Radio noch erlebe. Jetzt hat Fritz Walter den Ball über die Außenlinie geschlagen. Wer will ihm das verdenken? Und dann Ungarn wirft, Bocic wirft und dann schreit er schon aus, 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 Deutschland ist Fußballweltmeister. Es gibt jetzt noch Gänsehaut.